ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat gestern die Spitzen der Religionsgemeinschaften zum Gedankenaustausch hier ins ORF-Zentrum eingeladen. Nicht nur wegen der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen seien die vielfältigen Stimmen dieser Religionsgemeinschaften von Bedeutung. Sie würden in ihrer Diversität die österreichische Gesellschaft abbilden und zu einem friedvollen Zusammenleben beitragen, so Weißmann. Eine zentrale Forderung beim Treffen: kritischer und unabhängiger Journalismus eines öffentlich-rechtlichen ORF seien in Zeiten von Fake News mehr gefragt denn je. Wir werden in Zukunft vermehrt wahrnehmen, wie wichtig öffentlich-rechtliche Medien sind, weil die Menschen am Ende des Tages doch wissen wollen, und worauf kann ich mich wirklich verlassen. Präsentiert wurde auch der ORF-Programmschwerpunkt Was glaubt Österreich? Wissenschaft und Journalismus arbeiten dabei Hand in Hand. Ganz wichtig, dass es verlässliche Quellen gibt, dass es recherchierten Journalismus gibt. Das Wichtigste ist aber ein faktenbezogener Diskurs über Religionen. Der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender hat die große Chance, und es gelingt auch, sozialen Zusammenhalt zu fördern. Ja, es wird gar nicht so schlecht. Also es wird schon ganz gut.